2,71828182845945. Und die restlichen der nächsten 51 Nachkommastellen darfst du dir selbst durchlesen. Das sind nicht irgendwelche Ziffern einfach wahllos aneinandergereiht. Sie gehören alle zu einer ganz besonderen Zahl, von der du hoffentlich bereits gehört hast. Wir nennen sie E oder auch Eulersche Zahl, benannt nach dem Schweizer Mathematiker und Physiker Leonhard Euler, dessen Brillanz und Produktivität unter all den Mathematikern da draußen bis heute seinesgleichen sucht. Erstmals erwähnt hat Euler diese besondere Zahl 1731 in einem Brief an seinen Freund und Kollegen Christian Goldbach. 5 Jahre später findet sie sich in einem seiner berühmten Werke wieder und ist seitdem nicht mehr aus der Mathematik und den Naturwissenschaften wegzudenken. Euler stieß auf diese besondere Zahl während des Studiums unendlicher Summen, und zwar genau dieser hier oben. Ebenfalls von Euler stammt auch diese Darstellung mittels eines Grenzwertes. Und tatsächlich ist es so, dass diese beiden Grenzwerte hier definieren, was E genau ist und wo die Zahl eigentlich herkommt. Einige Darstellungen sehen äußerst komisch aus und bei anderen fragt man sich einfach nur, warum zum Teufel das genau diese eulersche Zahl, also 2,718281, ergeben soll. Es gibt wunderbar geometrische Interpretationen, aber die coolste Eigenschaft ist diese hier. Wait for it. Sieht erstmal unspektakulär aus, aber dieses d nach dx ist nur eine andere Schreibweise für die Ableitung einer Funktion. Was das Ding da oben also wirklich aussagt, ist, dass die Originalfunktion e hoch x mit ihrer Ableitung übereinstimmt. Die Funktion e hoch x ist damit praktisch die einzige Funktion im mathematischen Universum mit solch einer Eigenschaft. Und na klar wollen wir heute 2 Fragen beantworten. Warum ist das so? Und welche Rolle spielen diese 2,718281? Zuallererst, es braucht Zeit, die ganzen Hintergründe zu erklären und alles in ein Video zu packen, erschien mir am Ende zu langwierig. Daher splitten wir das Ganze in 2 Teile auf, was aber nicht bedeuten soll, dass du aus diesem Video genauso schlau rausgehst, wie du reingekommen bist. Natürlich bekommst du am Ende dieses Videos eine passende Erklärung. Im 2. Teil hingegen, da wird's, naja, sagen wir, mathematisch fundierter. Während das erste Video also für die Anschauung gemacht ist, gibt's im 2. Teil den ultimativen, tatsächlichen mathematischen Hintergrund. Aber keine Angst, das ist mit deinem Wissen, ein bisschen Programmierung und Durchhaltevermögen locker machbar. Diese Ableitungseigenschaft. Denke mal an andere Funktionsklassen und deren Ableitung. X hoch 3 beispielsweise ergibt in der Ableitung 3x². Der Sinus wird zum Cosinus und damit stimmen beide Ableitungen nicht mit ihrer ursprünglichen Funktion überein. Bei der E-Funktion hingegen, und ja, das ist halt das Geile, die reproduziert sich einfach selbst. Welche Ableitungsregeln auch immer du für trigonometrische oder Polynomfunktionen kennengelernt hast, diese einfache E-Funktion und ihre Ableitung sind identisch. Begeben wir uns also auf die Ursachenforschung. Zunächst einmal ist die E-Funktion nur eine spezielle Funktion aus der Klasse der Exponentialfunktionen mit einer Basis b und der Variablen x im Exponenten. E ist hier also erstmal nichts Besonderes. Du hättest als Basis auch 2 oder die 3 nehmen können. Und tatsächlich zeigen diese Funktionen nicht dieselbe, aber eine ähnliche Eigenschaft beim Ableiten. Das mit der Reproduktion aber, das kann nur die E-Funktion mit der Eulerschen Zahl als Basis. Schauen wir uns mal den Graphen einer Exponentialfunktion an, hier am Beispiel von 2 hoch x, und berechnen dazu als erstes ein paar Funktionswerte. Das Reziproke von 2 ist 1/2. Eine Basis hoch 0 ergibt immer 1. Alle einfachen Exponentialfunktionen verlaufen durch den Punkt 0, 1. Eine Zahl hoch 1 ist immer noch die Zahl selbst und schließlich erhältst du aus 2 hoch 2 den Funktionswert 4. Wenn wir von der Ableitung einer Funktion sprechen, dann kommen wir grafisch natürlich nicht an der Tangente vorbei. Vergrößern wir diese Tangente mal etwas, und zwar genau so, dass die Breite des Anstiegsdreiecks 1 beträgt.
Gedanken über die Höhe brauchen wir uns nicht machen, das rechnet der Computer aus. Per Definition ist der Anstieg dann das Verhältnis aus Delta Y und Delta X, Höhe und Breite. Da letztere aber 1 ist, entspricht die Höhe Delta Y dem Anstieg und damit dem Wert der Ableitung. Mit anderen Worten, an der Stelle 2 besitzt die Ableitung von 2 hoch x den Wert 2,77. Wiederholen wir das Vorgehen für die anderen Punkte. An jeder Stelle das Anstiegsdreieck an den Graphen anlegen und da Breite Delta x weiterhin 1 beträgt, entspricht in jedem Fall die Höhe Delta y dem Wert der Ableitung. Alle Punkte verbinden und fertig ist er auch schon, der Graph der Ableitung von 2 hoch x. Aber schau noch mal genauer hin. Die Ableitung sieht doch selbst wieder aus wie eine Exponentialfunktion, oder? Halt irgendwie nur ein wenig zusammengedrückt. Solche Streckung und Stauchung erzeugst du in der Funktionsgleichung immer durch eine Multiplikation mit einer Zahl, sagen wir c. C muss hier aber kleiner als 1 sein. Der Graph der Ableitung liegt schließlich unterhalb des Originalgraphen. Den Wert dieser Konstante c können wir sogar genau ablesen, denn wie alle anderen Funktionswerte muss auch der y-Wert 1 an der Stelle 0 gestaucht werden. Die Höhe dieser blauen Linie entspricht also dem Stauchungsfaktor, der ungefähr bei 0,69 liegt. Das gleiche nochmal im Schnelldurchlauf für die Exponentialfunktion mit Basis 3, bei der es ja vielleicht auch wieder so einen Stauchungs- oder Streckungsfaktor gibt. Also bringen wir die Tangenten- und Anstiegsdreiecke mit Breite 1 nochmal zurück. Das erste hier mit einem Anstieg von ca. 3,3 heißt erneut, dass die Ableitung an der Stelle 1 den Wert 3,3 annimmt und damit ein kleines bisschen oberhalb der Originalfunktion liegt. Hier wird nicht gestaucht, sondern gestreckt. Für die beiden Punkte ganz links funktioniert das dann ganz genauso. An der Stelle 0 sollten wir aber aus zwei Gründen nochmal genauer hinschauen. Zunächst beträgt der Anstieg 1,1, der Punkt wandert also wieder ein kleines bisschen nach oben. Vor allem aber entsprechen diese 1,1 dem Streckungsfaktor in der Funktionsgleichung der Ableitung. F' ist demnach 1,1 mal 3 hoch x. Der Rest kommt relativ natürlich daher, wenn bei der Basis 2 der Faktor kleiner als 1 und bei der Basis 3 größer als 1 ist. Gibt es dann eine Basis b, bei der es weder eine Streckung noch eine Stauchung gibt? Gibt es eine Basis, für die die Ableitung mit der Originalfunktion übereinstimmt? Und no surprise, das ist die Eulersche Zahl e, 2,718281. Dieses Strecken und Stauchen ist charakteristisch für die Ableitungen der Exponentialfunktionen. Immer dann, wenn die Basis b kleiner als die Eulersche Zahl ist, wird gestaucht, sodass der Graph der Ableitung unterhalb des Originalgraphen liegt. Ist die Basis hingegen größer als e, wie beispielsweise die Basis 3, dann geht die Ableitungsfunktion aus einer Streckung hervor. Der Graph der Ableitung liegt oberhalb. Die Eulersche Zahl e ist in dieser Hinsicht so etwas wie eine neutrale Grenze zwischen diesen Streckungen und Stauchungen. Die natürliche Basis, bei der Ableitung und Originalfunktionen übereinstimmen. Was nimmst du also mit? Die fundamentale Eigenschaft aller Exponentialfunktionen ist, dass sie sich in der Ableitung reproduzieren. Einige sind dabei gestaucht, andere hingegen werden gestreckt. Und dann, ja, dann gibt es noch die Eulersche Zahl, dessen Exponentialfunktion sich vollständig reproduziert. Wenn, aber auch wirklich nur wenn du dich mit diesen Faktoren ein bisschen genauer beschäftigst, fällt dir sogar das Folgende auf. Die Faktoren bei den Basen 2 und 8 sind Vielfache voneinander. Das gleiche auch bei den Basen 3 und 9. Und das ist ein ziemlich guter Hinweis darauf, woher diese Konstanten kommen. Aber das ist Inhalt eines anderen Videos. Die eigentliche Frage ist doch aber nach wie vor, warum e? Warum 2,718281? Warum nicht irgendeine andere Zahl zwischen 2 und 3?
bei der die Proportionalitätskonstante zwischen Originalfunktion und Ableitung genau 1 beträgt. Die meisten Videos hier auf YouTube stoppen leider an dieser Stelle und das ist irgendwie okay. Die grafische Veranschaulichung, so wie du es hier gesehen hast, reicht erstmal aus, um zu verstehen, dass es eine besondere Zahl zwischen 2 und 3 geben muss. Aber sie klärt eben nicht die Frage, warum ausgerechnet die Eulersche Zahl e diese Eigenschaft besitzt. Insofern, diejenigen von euch, die mit mir gemeinsam dieser letzten, entscheidenden Frage auf den Grund gehen wollen, wir sehen uns im zweiten Teil.